Sarah Ferguson ist ja bekannt dafür, gerne mal etwas aus der Reihe zu tanzen. Die Ex-Frau von Prinz Andrew hat nach der Scheidung 1996 und dem Ausschluss aus der royalen Familie mit einigen Skandalen von sich reden gemacht. Schulden, Haftbefehl und pikante Interviews hätte sie sich als Prinzengattin nicht leisten dürfen. Und auch bei ihrem jüngsten Auftritt setzt die 62-Jährige ein Statement, das zu Zeiten ihrer Ehe mit Prinz Andrew niemals möglich gewesen wäre. In dunkelgrüner Traumrobe erscheint die Herzogin auf einem Filmfestival in Italien. Als Accessoire trägt sie einen Ukraine-Anstecker. Ein politisches Statement, das als Mitglied der Königsfamilie nicht erlaubt wäre. Doch nicht nur Sarah Ferguson steht zu ihrer politischen Meinung. Auch Prinz William und Herzogin Kate zeigen sich im März 2022 mit Ukraine-Buttons als Zeichen der Solidarität. Eigentlich müssen sich die Royals in der Öffentlichkeit stets politisch neutral verhalten, so sieht es das Protokoll vor. Doch wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, scheinen die Verhaltensregeln vom Palast nicht ganz so ernst gesehen zu werden. Und für Sarah Ferguson gelten die ja sowieso nicht mehr.